Ganz ehrlich mal, wer zieht sich Gin pur rein und glaubt, dass es eine gute Idee ist? Gin gehört einfach irgendwie in Gin Tonic, oder? Naja, erstmal musst du einen richtigen Gin finden, um ihn auch pur trinken zu können. Ganz ehrlich, da draußen gibt es so viele, die überhaupt nicht das Zeug dazu haben, die einfach dafür gemacht sind, nur gemischt zu werden. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit geschmacklicher Qualität zu tun. Aber der Heimat-Gin, der kommt dabei richtig fresh rüber. Fruchtige Noten wie knackiger Apfel. Und dazu eine leichte Untermalung von so mediterranen Kräutern. Das ist richtig geil. Und jetzt hör du auf, deinen Gin Tonic einfach mit einer Tonne Eis zu verschandeln. Wenn du das mal erleben möchtest, in Richtung pur, dann fang doch mal an mit 1:2 mischen. Also ein Teil Heimat-Gin und zwei Teile Tonic dazu. So wie hier ungefähr. Kippst dann nur ein bisschen Tonic drauf. 1:1, 1:2 etwa. Ja. So, du hast jetzt schon den Vorteil, dass du es runter verdünnt hast, dass es nicht mehr so bissig ist. 1:2, das bedeutet durch drei teilen. Wenn du jetzt mal 45 Volt hat der Heimat-Gin, dann sind es nur noch 15 im Glas. Und ich meine, das ist ein kräftiger Wein, das solltest du schaffen. Der große Vorteil ist, dass du dir den Gin nicht weghaust, sondern jetzt mit dem Tonic zusammen so ein richtig toller Geschmack entsteht. So ist das richtig lecker. Und automatisch trinkst du langsamer und wertschätzt das mehr, was du im Glas hast. Zum einen kannst du mit dem Link in meiner Bio einfach mal auf den Heimat-Gin gehen und dir mal angucken, wie toll der noch so ist. Und wenn du Bock hast, eine ausführliche Besprechung darüber zu erleben, in meinem heutigen Rumschnacker TV YouTube-Video 18.45 Uhr, jeden Sonntag geht's los, ist der Heimat-Gin im Zentrum. Und da kannst du dir noch ein paar mehr Infos abstauben. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag.